So, Martin, der Junge, der Niederländer, von Team Parovec. Ebenfalls in seine vorletzte Etappe hier bei dieser Österreich-Rundfahrt. Die startet morgen ja dann in Wien übrigens. Drüben sind die Zielankünfte von uns aus gesehen, also genau schräg hinüber links. Da hinauf, da ist das Ziel der Besage Meier, der sie empfangen wird im Ziel. Ja, nach Martin de Jonge sehen wir hier den nächsten mit der Nummer 102, Ignatas Kono Valo, was ist das, der also jetzt hier bei uns starten wird, 20 Sekunden knapp, hat er für seinen Einsatz, also Hagemeyer drüben, da sind ja auch die Fahrer des prominenten Rennens mit dabei gewesen und kommen die Athleten ins Ziel. Da kann man also hin und her. Unser Applaus für den nächsten, für den Ignatas mit der Startnummer 102, der Nummer 86. Jürgen van der Walle sehen wir als nächster. Dann Alexis Saramotis, dann Dirk Bellemakers, Gustav Larsson und dann Daniel Paulus aus dem...